Hallo, herzlich willkommen zu Haus und Werkstatt 24. Ich würde gerne heute zwei, drei neue Produkte vorstellen und noch mal einen kleinen Überblick geben über die Lötlampen. Was können Sie zu den Kartuschen dazu, zu den Anstechkartuschen ein paar Worte sagen? Da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Mein altes Lötlampenvideo mit der Rötenberger Lötlampe ist ungefähr 8 Jahre alt. Das ist bei YouTube zu finden. Aber da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Wir haben unter anderem eine eigene Lötlampe jetzt und es gibt auch noch was Besseres, logischerweise. Da überlegen wir, ob wir auch noch eine Eigenmarke draus machen. Aber einfach mal ein paar Worte zu diesen Geschichten Lötlampe sagen. Viele sagen ja, Lötlampe, oh, ich habe mir einen Bunsenbrenner gekauft. Bunsenbrenner ist sowas, haben wir auch. Nicht, bitte nicht verwechseln, das macht man einfach nicht. Das ist eine Lötlampe, das ist ein Bunsenbrenner. Die haben unterschiedliche Funktionen, sollte man eigentlich wissen. Und auch die Funktion ist eine andere, also auch die Art, wie diese Flamme brennt. Gehen wir noch kurz drauf ein nachher. Gehen wir erstmal zu den Lötlampen. Es gibt auf dem Markt unheimlich viele Lötlampen. Das ist unser Shop, Haus und Werkstatt 24. Wir sind wirklich der Spezialist eigentlich für Löten, rund ums Löten, rund ums Gas. Das sieht man eigentlich schon an unserer Auswahl, die wir haben. Alleine, ich glaube, wir haben ungefähr 10, 12, 14 verschiedene Lötlampenarten, die wir im Sortiment haben. Alle haben ihre Daseinsberechtigung, sicherlich. Es gibt die verschiedensten Hersteller. Die einen sind besser, die anderen schlechter. Gehen wir mal ganz kurz durch. Firma CFH fängt hier an, bei der Suche kommt es als erstes. Die haben wir natürlich schon seit ungefähr 15 Jahren im Sortiment. Ich verkaufe seit 15 Jahren als Haus und Werkstatt 24 Lötgeräte. Da sind wir natürlich, haben wir mit CFH und Rothenberger angefangen. Deswegen werden die auch als erstes gefunden. Werden wir demnächst umsortieren ein bisschen, um dem Kunden das noch ein bisschen einfacher zu machen, dass die einfach sagen, oh, das sind die besten, die findet man als erstes. Normale Lötlampe kann man nicht über Kopf verwenden. Mit Piezozündung von CFH ist kein schlechtes Gerät, aber auch jetzt nichts Besonderes. So, kostet 25 Euro rum. Okay, ist kein schlechtes Gerät mit einer Schraubkartusche dran. Anstechkartusche, einfache Lötlampe, LM2000, Standardgerät von Firma CFH. Wenn man sich das mal anguckt, die Brenner, die sind schon alle sehr, sehr, sehr vergleichbar, wenn man sich das anguckt. Die Konstruktion ist absolut identisch. Und da kann man natürlich gucken, wie die Preise landen zum Schluss. 15 Euro so eine Lötlampe ist okay, da ist eine Kartusche mit dabei. Kann man nicht viel machen. Vielleicht von Anbeginn her, die meisten Lötlampen, die so aussehen, kann man nicht über Kopf verwenden. Das bedeutet, wenn ich die auf den Kopf drehe, gibt es eine Stichflamme. Das ist natürlich unpraktisch, weil man muss ja auch mal irgendwo mal sowas löten können und dann ist das schlecht. Deswegen die einfachen Lötlampen taugen für sowas nicht. Die sind, wenn man die hochkant benutzt, sehr gut zu verwenden. Allerdings, wenn man mit diesen Gaskartuschen arbeitet, bei den jetzt niedrigen Temperaturen ab 5 Grad auch nicht zu verwenden, weil einfach das Gas nicht mehr vergast. So, hier auch eine mit Piezozündung, die sieht ja fast. Achso, okay, das ist jetzt die PZ5000. Im Prinzip der Kopf identisch wie da drüben, nur dass hier eine Anstechkartusche, hier eine Schraubkartusche genommen wird. Also nichts Weltbewegendes. Alle nicht über Kopf verwendbar. Rothenberger, genau dasselbe. Einfache Lötlampe mit 5 Kartuschen als Angebot. Einfache Lötlampe auch mit 5 Kartuschen im Angebot. Wenn man hier wieder guckt, sieht auch sehr, sehr, sehr vergleichbar aus. Also da nicht wundern. Das ist alles irgendwo von der Konstruktion her identisch. Kann man auch vom Preis her dann nur noch, da kann man wirklich nach dem Preis dann gehen. Wenn man das vergleichbar hat, kann man nach dem Preis gehen. Das ist hier auch diese einfache Lötlampe Economy von Rothenberger. Die ist eigentlich baulich identisch, wenn man das sich anguckt. Alle nicht über Kopf verwendbar. Dann kommen hier die etwas besseren Geräte schon hier unten. Das ist die etwas bessere von Rothenberger. Die normale Premium ist nichts Besseres eigentlich. Das ist der Brenner, ist auch ein Punktbrenner. Konstruktion ein klein wenig anders. Aber ist nicht viel besser. Ist jetzt gerade ausverkauft, weil wir die auch viel verkaufen. Wir haben halt einen sehr großen Umsatz bei diesen Lötgeräten, weil wir da ja auch doch recht führend sind. Dann kommen natürlich hochwertigere Lötlampen, sage ich mal, Lötgeräte mit dieser Flasche drauf. Lassen wir jetzt mal außen vor, wird ein späteres Video auch nochmal geben. Hier kommen wir schon zu meiner Lieblingslötlampe. Das ist eigentlich die beste Lötlampe auf dem Markt. Knapp 30 Euro, die Lötlampe 8900 von Express aus Frankreich habe ich hier. Zeige ich nachher. Die beste Lötlampe auf dem Markt, kann man wirklich nichts anderes sagen. Es gibt nichts Bezahlbares, Besseres. Also die ist vom Preis-Leistung das Allerbeste, was auf dem Markt ist. Den müssen wir mal rausnehmen. Ach nee, ist der Düsentakt. Wir bieten auch Ersatzteile für diese Lötlampen an. Wenn hier mal was verstopft ist, sehe ich gerade hier, Ersatzdüse müssen wir besser sortieren im Shop. Nee, wir hatten ja gesucht. Wir hatten ja Lötler besucht, deswegen findet er das natürlich. Das ist die 0,35 mm. Die würde hier zum Beispiel als Ersatzteil reinpassen. Kann man aufschrauben.
einfach austauschen. Wenn die mal verstopft ist, kann man jederzeit sich auch so ein Teil wieder reparieren. Jetzt kommen wir schon zu unserem eigenen Gerät. Weldinger Economy Kartuschenlötlampe 949 ohne Lötlampe da, ohne Kartusche dabei. Die bieten wir natürlich auch noch an. Ist jetzt wahrscheinlich, wenn man raufgeht, kann man sie finden oder wir müssen noch mal gucken. Die gibt es mit drei Kartuschen oder mit fünf Kartuschen als Angebot noch. Wird dann vom Preis her auch akzeptabel sein. Gucken wir uns an. Also es gibt, wie gesagt, wie man sieht, hier ein sehr, sehr großes Spektrum an Lötlampen von Sievert. Die ist auch sehr gut, allerdings natürlich schon wieder sehr viel teurer als die von Express. Und jetzt gehen wir einfach mal zu diesen Lötlampen, was die können. Fangen wir mal ein bei der einfachen Lötlampe. Diese Lötlampe, da müsste man eigentlich mit den Kartuschen anfangen. Es gibt im Prinzip in Deutschland zwei Sorten Kartuschen. Es gibt Anstechkartuschen, die sehen so aus. Und dann gibt es Schraubkartuschen, die haben, wir gehen mal von oben, diese Lötlampe, da hatten wir sie ja, die sehen dann so aus. Das sind die Schraubkartuschen, die haben ein 7/16 Gewinde obendran. Das ist Standardgewinde, das hat auch das ist dasselbe Gewinde, wie diese Gasflaschen haben. Die haben auch dasselbe Gewinde. Und diese Kartuschen sind normalerweise mit Butan gefüllt. So, das steht überall auch drauf. Butan, Butan, Butan. Butan hat den Nachteil, dass es bei plus 5 Grad anfängt nicht mehr zu vergasen. 5 Grad ist nicht viel. Das bedeutet, wenn ich jetzt bei 10 Grad in der Garage anfange zu löten, habe ich Probleme, weil das Gas ja durch das Vergasen Wärme entzieht aus dem Gas. Das Gas wird immer kälter. Man kennt das von Propanflaschen, die vereisen, wenn man dort viel Gas rausnimmt. Das bedeutet, dass die Temperatur in diesen Kartuschen sinkt sehr schnell. Ich bin dann plötzlich unter diese 5 Grad gerutscht und plötzlich geht die Lötlampe nicht mehr richtig. Haben wir ab und an, gerade jetzt, wenn das Wetter draußen kalt ist, dass die Kunden sagen, oh, das funktioniert nicht, die Lötlampe funktioniert. Die funktioniert nicht, na klar, weil das Gas nicht vergast. Einfach in die Wärme stellen, in den Raum rein, wo es warm ist und dann mal ausprobieren. Im Normalfall sollte es dann wieder funktionieren. Oder aber Düse ist verstopft. Mehr ist an solchen Lötlampen eigentlich nicht, was kaputt gehen kann. Ich zeige mal das Flammbild. Hier ist keine Zündung mit dran, also da muss man irgendeinen Anzünder haben, Feuerzeug, dergleichen mehr. Wenn man sich das Flammbild mal anguckt, das ist eine sehr, sehr spitze Flamme. Ich denke mal, das sieht man sehr gut, so mit dem dunklen Hintergrund hier. Sehr spitze Flamme, da kann man einiges mitmachen. Da kann man Sachen erwärmen, da kann man ein Kunststoffrohr mal eine Muffe schieben, da kann man Acryl biegen, formen. Man kann Holzflammen damit. Also man kann mit so einer Flamme ja sehr, sehr viel machen. Kupferrohre verlegen und dergleichen mehr. Immer natürlich mit der Maßgabe, dass man, wenn man diese Lötlampe auf den Kopf dreht, und wie gesagt, das ist bei allen diesen einfachen Lötlampen so, also das ist nicht jetzt, weil die schlecht ist, sondern die sind halt so konstruiert, wenn ich die auf den Kopf drehe, gibt es diese Stichflamme. Das ist sofort zu erkennen, weil, nochmal kurz erklärt, wir haben ja in diesen Kartuschen, ich mache es nochmal aus dazu, wir haben in diesen Kartuschen ja ein Flüssiggas drin. Das heißt, hier ist flüssiges Butan drin, was erst vergasen muss. Hier oben haben wir ein Gaspolster, was natürlich, wenn es gerade gehalten wird, als erstes in die Düse reinströmt und durch die Düse strömt und verbrannt wird. Das heißt, ich habe ein gasförmiges Gas. Jetzt habe ich allerdings, wenn ich die Kartusche umdrehe, habe ich jetzt hier unten, wo die Öffnung ist, das flüssige Gas. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Lötlampe so benutze, habe ich jetzt hier flüssiges Gas. Das flüssige Gas strömt durch, geht durch die Düse durch. Dieselbe Menge, die vorher gasförmig durchgepasst hat, passt natürlich flüssig auch durch. Es ist ja, eine Düse ist ja nichts weiter als ein Loch, wo Gas in einer genau definierten Menge durchpasst oder wo irgendwas, Flüssigkeiten, Gase, in einer genau definierten Menge durchpasst. Das bedeutet, das, was jetzt hier durchpasst, ist dasselbe als flüssiges Gas, wie es vorher als gasförmiges Gas durchgepasst hat. Aber ich habe, wenn ich jetzt die physikalischen Eigenschaften dieses Gases berücksichtige, habe ich ja das ungefähr 260-fache, glaube ich, des Gasvolumens, wenn das Gas von einem flüssigen Zustand zu einem gasförmigen Zustand sich entwickelt. Das bedeutet, aus dieser kleinen Kartusche kriege ich ungefähr die Gasmenge von 260-280-fache an Gasvolumen. Das bedeutet, wenn ich hier ein Loch reinsteche, ist die Gaswolke so groß, ungefähr das 280-fache von dieser Kartusche. Das bedeutet, dass wir, wenn ich es umdrehe,
dieselbe Menge Gas in gasförmigem Zustand gibt dann diese Stichflamme. Ist doch logisch. Es kommt einfach mehr Gas durch, weil es nach der Düse erst vergasen kann. Es kann ja nicht vorher vergasen, weil ja der Platz nicht da ist. Das bedeutet, mit all diesen einfachen Geräten, wenn man die auf den Kopf dreht, kann man nicht arbeiten, weil es eine Stichflamme gibt. So, das wäre zu dieser einfachen Lötlampe zu sagen. Jetzt zeigen wir mal den Unterschied zu einer besseren Lötlampe. Das ist eine Lötlampe, wie gesagt, Firma Express, Frankreich, stellt die her. Mehrfach kopiert. Ich habe mehrere Modelle von diesen Kopien schon in der Hand gehabt. Die sind dann sehr billig im Einkauf. Die kriege ich dann für 10 Dollar, irgend sowas in der Art, kriege ich die gekauft. Aber die sind alle Schrott. Kann man wirklich, ich habe noch keine vernünftige Kopie dort finden können. Passt auf, dass ihr, wenn ihr sowas kauft, das Original kauft, weil die Kopien wirklich Schrott sind. Die Chinesen haben noch gar nicht begriffen, was an dieser Lötlampe eigentlich so besonders ist. Und deswegen kriegen sie es einfach nicht hin. Das fängt an, dass hier die Abstände nicht stimmen, dass man hier erstmal das Blech sich verbiegen muss, dass man die Kartusche überhaupt reinkriegt. Es geht weiter, dass die Lötlampen zwar so aussehen, die sehen optisch absolut identisch aus. Selbst die Farbe haben sie genau kopiert, aber man kann sie nicht über Kopf verwenden. Denn das ist der Hauptvorteil von diesem Gerät. Man kann sie über Kopf verwenden. Und das nächste ist, die zünden teilweise so miserabel, dass man sie wirklich gleich in die Ecke schmeißen möchte. Das ist ein Gerät mit einer Piezozündung eingebaut, die eigentlich immer, und das hoffe ich jetzt auch, dass es jetzt auch gleich klappt, die immer sofort funktioniert. Ich habe bei der Lötlampe so selten mal, dass ich zweimal drücken muss, dass die Flamme kommt. Es ist bei Piezozündung oftmals so, dass man wirklich ein, zweimal drücken muss. Das kann passieren, je nachdem, wie weit man aufgedreht hat. Aber da kann man ja mit leben. Aber wenn sie 5, 6, 8, 20 Mal gedrückt werden muss, um dass er irgendwann mal vielleicht eine Flamme kommt, dann macht es keinen Spaß mehr. Deswegen passt auf, dass ihr das Original kauft. Die sind wirklich gut. Beste Beispiel, sofort gebrannt. Jetzt ist es natürlich heute hier sehr kalt. Wir haben leider, der Heizungsbauer hat es noch nicht geschafft, hier die Heizung einzubauen. Das bedeutet, ich muss jetzt die Flamme mal kurz ein bisschen brennen lassen. Kann ja kurz weiter noch erzählen. In diesem Brenner ist ein Röhrchen eingebaut, durch den das Gas, durch dieses Röhrchen wird das Gas geleitet. Wenn ich jetzt die Lötlampe umdrehe, wird natürlich auch dort das flüssige Gas durch die Düse kommen, wenn es nicht vorher durch dieses Röhrchen kommen müsste. Das Röhrchen ist also vor der Düse angebracht. Das bedeutet, dieses Röhrchen geht durch die Flamme durch, wird in der Flamme erwärmt. Dabei wird das Gas natürlich sofort vergast und es kann dann durch die Düse nur gasförmiges Gas rauskommen. Wenn man es längere Zeit über Kopf dreht, ist es natürlich, wenn sie sehr, sehr, sehr viel immer wieder nachgasen muss, kann es sein, dass es trotzdem mal ein bisschen eine Stichflamme gibt. Da muss man ein kleines bisschen die Flamme einfach kleiner drehen, dann funktioniert das wieder. Aber, und jetzt wollen wir hoffentlich, klappt das jetzt auch, wenn ich die jetzt auf den Kopf drehe, wollen wir gleich mal gucken. Das ist eine, wie man sieht auch selber vom Flammenbild her, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes, spitzes Flammenbild, so wie man es eigentlich bei den meisten Lötarbeiten benötigt. So, und wenn ich die jetzt auf den Kopf drehe, sieht man, man kann die wirklich auf den Kopf drehen. Es wird ein bisschen größer, die Flamme. Man kann natürlich dann jetzt auch hier da ein bisschen zurückregulieren. Das ist ja kein Problem. Aber man kann über Kopf mit diesem Ding arbeiten. Das ist wie den einfachen Geräten sonst nicht möglich. Und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, das ist die beste Lötlampe auf dem Markt. Für 30 Euro ein absolutes Hammerteil. Leider ein bisschen stiefmütterlich, auch bei uns viele Jahre jetzt stiefmütterlich behandelt. Also ich verkaufe eigentlich zu wenig von dem Teil. Aber ich denke mal, es liegt daran, dass die Kunden einfach gar nicht wissen, was das für ein Schätzchen ist hier. Also bevor ich mir für 15 Euro so ein einfaches Gerät kaufe, kaufe ich mir sowas. Die Anwendungen sind ja wirklich vielfältig. Das heißt, ich kann damit meinen Grill anzünden. Ich kann wirklich Holz flammen. Ich kann mal ja mal zeigen. Ich habe hier so ein Stückchen Latte gefunden. Irgendwo, altes Stück. Das war, glaube ich, bei der Waschmaschine mit bei. Aber dazu, es muss ein Weichholz sein, damit es dort eine schöne Flamme, eine schöne Struktur gibt. Und wenn man das jetzt mal hat, muss man natürlich aufpassen, dadurch, dass es so eine sehr spitze Flamme ist. Ich glaube, man sieht sehr schön, dass man so eine Struktur wirklich rauskriegt. Manchmal möchte man irgendwelche rustikalen Sachen machen, wo das drauf ankommt, dass man schön diese Holzstrukturen, Holzmaserung so zum Vorschein kommt. Geht mit so einer Flamme wunderbar. Man kann damit Farbe abbrennen. Man kann, also wie gesagt, Kupferrohr löten. Man kann, also
Kunststoffrohre, Muffen schieben, das sind so Sachen, die habe ich in meiner Lehre gelernt, bei Kunststoffschweiß. Also man kann viele, viele Sachen mit diesen Lötlampen machen. Eine Flamme im Haushalt ist einfach eine wichtige Sache. Viele nehmen es für Crème Brûlée, um dort im Küchenbereich dort das Zucker zu karamellisieren. Auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade mit dieser Lötlampe. Wenn ich das mit so einer Lötlampe mache und ich kipse hin, gibt es eine Stichflamme. Gerade wenn ich immer sehe, man guckt ja manchmal im Fernsehen, im Film, dann wird dann irgendwo in so einem Film dort irgendwas karamellisiert. Da haben die so eine einfache Lötlampe und bringen sie da halt fast um mit diesen Teilen. Mit dem Teil passiert das nicht. Die ist, wie gesagt, sofort immer betriebsbereit. Man kann damit über Kopf arbeiten. Sehr, sehr gut zu empfehlen. Noch etwas zur Wirkungsweise dieser Kartuschen. Früher waren das ganz normale Anstechkartuschen. Das heißt, da war das ein Blechbehälter, der einfach nur ein Blechbehälter war. Da war nichts vorgesehen, irgendwie eine Sicherheitseinrichtung oder irgendwas dergleichen mehr. Jetzt hat die EU natürlich oder ist der Meinung gewesen, alle Kunden sind dämlich. Die werden natürlich jetzt nichts weiter zu tun haben, als wenn so eine Kartusche angestochen ist. Das Loch ist ja dann erstmal drin. Dann werden die nichts weiter zu tun haben, als die Lötlampe jetzt natürlich auseinanderzuschrauben mit einer vollen Kartusche. Weil jeder macht das logischerweise. Müssen sie natürlich ihre dummen Bürger müssen ein bisschen schützen. Also haben sie eine Vorschrift erlassen, die natürlich wieder Geld kostet. Und wen kostet sie Geld? Den Bürger, weil der natürlich den Aufpreis dieser Kartuschen bezahlen muss. Diese Kartuschen, machen nochmal nachher eine Nahaufnahme, diese Kartuschen haben in diesem Bereich ein, das nennt sich hier Gasblocksystem. Jeder nennt das anders, Gasstopp oder irgend sowas. Mal sehen, wie Rothenberger das nennt. Steht hier auch was drauf. Hier steht es jetzt gar nicht so drauf. Also wie gesagt, Vorschrift seit einigen Jahren, 2-3 Jahre ist das mindestens schon. Es dürfen nur noch diese Kartuschen in Europa verkauft werden, Anstechkartuschen, die dieses Gasblocksystem haben. Das bedeutet, wenn man jetzt die Kartusche aufschrauben würde, diese Lötlampe aufschrauben würde, würde die normalerweise, wenn alles gut funktioniert, automatisch dicht werden. Wie ist das technisch geregelt? Mal sehen, ob ich das kurz zeigen kann. So, wie haben sie das gemacht? Wie haben sie das technisch gelöst? Reicht primitiv, aber kostet natürlich auch wieder ein paar Cent bei der Produktion. Wir haben im Prinzip die Kartusche. Mal sehen, ob wir das so halbwegs gemalt kriegen. So. Und jetzt haben die in dem Bereich hier einen Federmechanismus gemacht, der im Prinzip hier eine Dichtung drauf hat. Oder die ist ein bisschen höher. So, hier ist eine Dichtung. Eine Gummidichtung ist das hier. Oh. So. Wenn jetzt von hier oben das Loch reingestochen wird, sticht im Prinzip der Dorn hier rein, drückt den auch rein und das Gas kann hier entweichen. So, nehme ich den Dorn natürlich raus, drückt die Feder diesen Gummifropfen vor das Loch. Das funktioniert natürlich mehr oder weniger gut, werden wir gleich uns mal angucken, wie es funktioniert. Ich hoffe mal, bin ja gespannt. Ich habe, muss gestehen, noch nie so eine Kartusche rausgenommen, weil macht kein Mensch. Wenn man es wirklich mal machen möchte, kann man so ein Ding in den Gefrierschrank packen, habe ich erzählt. Bei ab 5 Grad vergast das Gas nicht mehr, passiert auch nichts. Kann ich ohne Probleme die Kartusche wechseln in das nächste Gerät rein, wenn man das haben möchte. Braucht man eigentlich so einen Quatsch nicht. Kostet nur Geld. Ich glaube, das hat die Kartusche um 20 Cent auf jeden Fall verteuert, weil das ist natürlich aufwendig, hier in diese Kartusche, bevor man die zusammenbördelt, hier dort so ein Teil reinzupunkten, dass das dann auch vernünftig hält. Ja. Aber wie gesagt, die Möglichkeit gibt es. Das hat uns die EU verschrieben, wir machen alle mit, weil wir müssen. Und deswegen will ich jetzt mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Schauen wir uns das mal an. So, jetzt wollen wir wirklich mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht. Mal sehen, was für eine Lötlampe drin ist. 400-4625. Es ist eine Rothenberger Lötlampe drin. Aha. Eine Rothenberger Kartusche ist drin. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Da bin ich ja jetzt gespannt. Wird, wie gesagt, um so eine Kartusche oder um diese Lötlampen. Die sind alle sehr unterschiedlich in der Bedienung außerdem. Wir haben hier zum Beispiel einen Teil zum Reindrücken, damit man es wirklich bewegen kann, damit es nicht automatisch aus Versehen sich aufschrauben kann. Wird hier einfach ein bisschen reingedrückt und dann kann man das aufdrehen. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste sie eigentlich abdichten. Lassen wir uns mal überraschen. Okay. Es dichtet ab, aber nicht hundertprozentig. Es kommt hier immer noch Gas raus. Man hört es. Man hört zwischen. Ich könnte jetzt, ja, ich zünd's lieber nicht an. Also man rührt schon. Es ist nicht hundertprozentig. Es vergast trotzdem jetzt raus. Also man würde es jetzt verdienen. Wäre dieses System jetzt nicht drin, würde es natürlich komplett rausspritzen, raussprühen. Gas, wenn ich so umdrehe, sowieso.
etwas raus, aber sehr wenig. Also Funktion ist gegeben. Ob man das braucht, sollen andere entscheiden. Ich denke mal, das ist eigentlich unnötig. Aber da kann man gleich mal zeigen, wie sie eingebaut werden. Wie gesagt, die passen natürlich alle. Die Kartuschen sind alle von der Größe her irgendwo genormt. Da gibt es keine Probleme. So, die Kartusche wird einfach reingesteckt. Und dann wird es zügig zusammengeschraubt. Beim Zusammenschrauben sticht die Lötlampe automatisch das Loch in die Kartusche rein. Also hier war es ja schon drin, aber so. Und danach ist es dann auch immer sofort betriebsbereit, brennt sofort danach. Also keine Hexerei, das Arbeiten mit diesen Kartuschen hier. Hier ist es ähnlich, allerdings werden diese Kartuschen anders verwendet oder anders eingesetzt. Hier wird im Prinzip dieses ganze Teil, das ganze blaue Teil wird abgeschraubt. Ich mache es jetzt nicht. Das Ganze wird abgeschraubt. Dann kann man hier dieses Metallteil, dann, weil die ja lose dann drin ist, kann man dieses Metallteil rausnehmen. Dann kann man die Kartusche reinpacken und dann wird es wieder durch Reinschrauben auch, also man kann das Ding komplett trennen hier und dann wird es durch Reinschrauben auch angestochen und ist auch dann sofort betriebsbereit. Das wäre zu den Lötlampen zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie drunter. Wir beantworten das immer gerne. Es ist aber, wie gesagt, keine Hexerei mit diesen Lötlampen. Ich würde jetzt höchstens noch ganz kurz auf unseren Bunsenbrenner eingehen. Der ist ja sehr auch neu im Sortiment. Ist keine Hexerei, das haben andere auch. Wenn ich sehe, Bunsenbrenner, wir haben von CFH einen, wir haben von Rotenberger einen. Die sehen alle irgendwo sehr ähnlich. Der von CFH geht mit den Schraubkartuschen. Der von Rotenberger ist mit diesen Anstechkartuschen. Die Anstechkartuschen sind natürlich die preiswertere Variante. Die sind einfach billiger. Die kostet so eine Kartusche um die 1 Euro, 1,20, 1,40. So in dem Dreh kriegt man die überall zu kaufen. Die anderen Schraubkartuschen kosten dann 2,50, 2,90, 3,95. So in dem Dreh sind natürlich dadurch teurer. Der Unterschied eines Bunsenbrenners zu einer Lötlampe ist folgender. Der Brenner selber sieht fast identisch aus, aber wir haben immer beim Bunsenbrenner auch noch eine Funktion drin, wo wir die Luftzufuhr regulieren können, weil wir beim Arbeiten mit einem Bunsenbrenner, da wollen wir möglichst entweder eine harte Flamme, eine sehr heiße Flamme mit viel Sauerstoff haben oder wir wollen eine weiche Flamme haben, die möglichst schonend irgendwas erwärmt. Das bedeutet, wenn ich dort so einen Teil im Chemieunterricht nutze oder im Labor von irgendwelchen Unternehmen, verkaufen wir wirklich an Schulen, die dort sagen, sie haben keine Anlage mehr, wo früher mal eine Gasleitung im Raum war, die muss immer geprüft werden und dergleichen mehr. Heutzutage hat der Chemielehrer 20 so eine Bunsenbrenner, die sind bezahlbar, so ein Ding kostet um die 10 Euro, kann man sich hinpacken und da kann man ohne Probleme wenn man sie nicht braucht, räumt man sie weg, kann keiner Unsinn machen von den Schülern. Wenn man sie braucht, räumt man sie raus, verteilt sie, weist die Schüler ordentlich ein. Es ist eigentlich relativ ungefährlich. Wenn die stehen, wenn das Gas schon drin ist, man nicht dabei raucht, sollte man eh in der Schule nicht machen, dann sollten die ohne Problem brennen. Wird angezündet wie mit einem, wie gesagt, mit einem Feuerzeug, mit sowas am besten. Und wenn man das mal sieht, das ist schon eine sehr, sehr weiche Flamme, die wir jetzt hier haben. Und die geht noch weicher. Also es geht ja darum, schonend Glaszylinder oder solche Sachen, Reagenzgläser zu erwärmen. Und da braucht man eben eine möglichst weiche Flamme. Wenn ich mit so einer Flamme hier rangehen würde, da kann es passieren, dass das Glas sich so schnell erwärmt, dass es einfach platzt. Und das ist hier eben nicht gegeben. Hier ist es eine schöne, weiche Flamme. Mit viel Sauerstoff, das ist die heißere Flamme. Wenn ich jetzt das ein bisschen zumache, sieht man selber, der Luftsauerstoff, die Löcher werden zugemacht. Dann flackert eigentlich nur noch diese Flamme. Ist aber eben eine sehr, sehr weiche, nicht zu heiße Flamme, mit der man Sachen auch erwärmen kann. Es kommt ja, wie gesagt, gerade im Chemieunterricht auch darauf an, dass man dort unterschiedliche Temperaturen erreichen kann. Und das kann man mit so einem Teil machen. Völlig ungefährlich, unproblematisch. Wenn man ihn nicht mehr braucht, dreht man zu. Natürlich wird hier oben das Teil heiß. Kann man den Schülern sagen, dass man da das Ding nicht anfassen sollte. Und dann wird da, wie gesagt, nach dem Gebrauch weggepackt, zusammengesammelt, eingepackt, weggeräumt, ins Labor gepackt. Und man hat immer eine Flamme im Schulunterricht zum Beispiel. Jo, das wäre es zu unseren neuesten Produkten. Wie gesagt, die haben wir jetzt ganz neu im Sortiment. Die Weldinger-Teile, das haben wir schon sehr lange, aber ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Vielleicht kommt hier nochmal, ich habe mit dem Hersteller schon Kontakt aufgenommen, eine Eigenmarke. Aber ob das Eigenmarke ist, ob es Express ist, mit Express braucht man sich nicht schämen. Das ist eine gute Marke. Die stellen sehr, sehr gute Werkzeuge her. Sind auf dem deutschen Markt nicht so extrem viel zu finden.
aber ist eine optimale Lötlampe für den Heimbereich. Was ich vergessen habe, was auch sehr gut ist, wenn meine Schraube festsitzt zum Beispiel am Auto, der Auspuff muss abgeschraubt werden, dergleichen mehr, kann man mit so einem Teil, oder eine Radmutter ist nicht zu lösen, weil sie einfach zu fest ist, kann man mit so einer Lötlampe Wunder bewirken. Einfach die Mutter erwärmen, die Schraube erwärmen, die dehnt sich aus, kühlt danach wieder ein bisschen ab, kann man wunderbar dann diese Schrauben lösen. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schreibt euch, wenn es nicht gefallen hat, was wir ändern können, was wir zusätzlich bringen sollen. Wie gesagt, ich würde auch nochmal, aber da mache ich mal ein separates Video wieder, mit den Geräten dann auch arbeiten, dann mal Kupferrohr löten und Aluminium löten und solche Sachen. Geht natürlich mit diesen Geräten auch. Das war's. Ich bedanke mich. Bleibt gesund.